Hallo alle zusammen. Heute geht's los mit meiner neuen Serie Art for Everyone, wo ich einfach Tipps und Tricks zum Zeichnen gebe und auch jetzt Übungen und eben ja Tipps für Anfänger und was ihr braucht, wie ihr am besten anfangt, was ihr machen könnt. Ja, und heute geht's los mit dem Zeichenmaterial, was ich benutze, und zum Schluss stelle ich euch auch vor, was ein Anfänger jetzt für Zeichenmaterial dringend benötigt. Ja, dann fangen wir mal an. Mit meinen Bleistiften. Am liebsten benutze ich diese Druckminenbleistifte. Der hier zum Beispiel eine 2B-Mine, der hier eine 4H-Mine und der hat eine HB-Mine. Alle in 0,5 mm. Der hier hat eine 0,3 mm HB-Mine. Ja, diese Minenbleistifte benutze ich eigentlich, weil man sie nicht anspitzen muss. Weil man da stundenlang mit zeichnen kann, ohne dass man sie anspitzen muss. Und weil man immer. Im Prinzip, also man hat nie irgendwann so ein Fitzelchen an Stift in der Hand, wo man nicht mehr weiß, wie man es halten soll, nicht mehr weiß, wie man es anspitzen soll. Und ja. Der zweite Grund ist, ich kann mit Minenbleistiften, aus welchem Grund auch immer, wesentlich gleichmäßiger zeichnen als mit normalen Bleistiften. Das Endergebnis wird wesentlich gleichmäßiger. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Ja. Und also man sieht hier dann jetzt schon so ein bisschen, kann man es zumindest erahnen, den Unterschied zwischen dem 2B und zumindest dem 4H-Stift. Ja, der 4H-Stift ist doch um einiges heller. Den benutze ich aber auch wirklich nur, wenn ich jetzt so die erste Schicht bei einem Porträt im Gesicht zeichne oder so, worauf ich dann die Schatten aufbaue. Und wirklich für ganz, 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 ganz helle Flächen. Ja, und das hier, das ist einer mit 0,3 mm. Das ist schon wirklich sehr dünn. Also zum Schattieren von größeren Flächen ist der nicht geeignet. Das wirklich nur für sehr feine Details oder für ganz kleine Sachen. Die Mine bricht auch sehr leicht. Also da kann man, ist man gerade zum Beispiel mitten im Auge in der Iris und da macht es knack und die Mine ist weg, obwohl man überhaupt nicht aufgedrückt hat. Also das ist, ja, was eher unlustig ist. Noch ein Grund, warum ich die Druckminenbleistifte mag, ist, dass sie dunkler sind als die normalen Bleistifte. Also. Man kann mit zum Beispiel einem 2B-Minenbleistift wesentlich dunkler zeichnen als mit einem normalen 2B-Bleistift. Bei Bleistiften, das Einzige, was ich an Bleistiften nicht leiden kann, ist dieser Glanz, der sich bildet, wenn man da mehrere Schichten übereinander zeichnet. Und dann fängt es ja irgendwann so an zu glänzen. Und je weicher, also je höher die B-Nummer, desto weicher ist ja der Stift und desto schneller bildet sich dieser Glanz. Und das kann ich so ein bisschen verhindern, wenn ich statt zum Beispiel einem 4B, 6B normalen Bleistift, diesen 2B Minenbleistift nehmen. Der wird genauso dunkel, aber der Glanz kommt nicht so schnell. Finde ich zumindest. Und ja, also weil das ist wirklich was ich nicht so gerne mag und was, außer bei, wenn man bestimmte Oberflächen zeichnet, dann, wo sowas gewünscht wäre. Wie zum Beispiel Metall oder so, dann natürlich, aber ansonsten nicht. Das hier ist auch eine Art Druckminenbleistift, der heißt Fallminenbleistift. Die Mine ist da 3,5 mm dick. Gibt es auch in verschiedenen Stärken. Ich weiß gar nicht, in welchen allen. Also ich habe 2B, HB und 2H. Das sind immer so meine Standardminenstärken. Andere brauche ich eigentlich selten beim Zeichnen. Ja, ich mag ihn ganz gerne, um größere Flächen zu schattieren. Und vor allem mag ich ihn gerne, wenn ich woanders, wenn ich meine Zeichensachen mitnehmen muss. Dann brauche ich nämlich den Stift, den dazugehörigen Spitzer, weil anspitzen muss man den natürlich. Und so eine Box, wo die Minen reinkommen. Und da fülle ich einfach in eine so eine Box verschiedene Minen und habe alles dabei, was ich brauche zum Zeichnen. Also brauche keine 10 verschiedenen Stifte und riesen Spitzer und hin und her, sondern einfach nur diese drei Sachen und hab alles beieinander. Ja. Und dann gibt es natürlich die normalen Bleistifte, die ich in sämtlichen Ausführungen, Varianten und so weiter habe. Und sie aber eigentlich so gut wie nie benutze. Mag sehr gern die Derwent Graphics Bleistifte. Das ist jetzt ein komplett neues Set, das habe ich noch gar nicht benutzt. Habe ich geschenkt bekommen. Passend, weil mein altes ziemlich aufgebraucht war.
Das gibt es auch in 10er-Sets und 20er-Sets, aber für mich reichen die paar. Da ist, glaube ich, 4B, 2B, HB. Puh, oh, ich weiß es gar nicht. Oder es geht bis 2H und 6B. Also nicht komplett. Aber das, was drin ist, reicht für mich. Ansonsten habe ich natürlich, ja, wie wahrscheinlich jeder von euch, die Staedtler oder Faber-Castell Bleistifte. Da habe ich also diese Staedtler Bleistifte waren genauso ein Set wie die Derwent Stifte. Die Faber-Castell waren auch irgendwann mal ein Set. Und habe ich dann halt einzeln nachgekauft. Und ja, dann hat man noch welche aus der Schule und überhaupt. Ja, man sieht da schon, oder man kann es ein bisschen erahnen, dass ein normaler Bleistift also doch heller zeichnet als ein Minenbleistift. Ja, das hier ist ein 8B-Bleistift. Der geht schon relativ dunkel zu zeichnen damit, aber er fängt halt sofort an zu glänzen. Und ja, das ist halt das, was ich so überhaupt gar nicht leiden kann, dieser Glanz. Aber dem kann man auch aus dem Weg gehen. Da gibt es nämlich Carbonstifte. Und die zeige ich jetzt gleich. Da sind sie. Und zwar, also ich kenne jetzt zwei verschiedene Marken. Der eine ist Prismacolor Ebony. Mag ich jetzt nicht ganz so gerne. Und dann gibt es noch die Wolf's Carbon. Von denen gibt es auch wieder verschiedene Stärken. Der ist jetzt, glaube ich, ein 4B. Und dann gibt es noch, ich habe noch ein HB. Ich weiß nicht, was es sonst noch für Stärken gibt. Und ja, also der Prismacolor Ebony zeichnet schon recht dunkel. Jet Black, was draufsteht, ist es meiner Meinung nach nicht. Und was noch dazu kommt, ist, er glänzt schon auch sehr stark. Weil also ein Carbonstift ist eine, sozusagen eine Mischung zwischen einem Bleistift und einem Kohlestift. Und der geht schon stark in Richtung Bleistift, wobei dieser Wolfscarbon, der geht mehr in Richtung Kohle. Also wie man sieht, der zeichnet wirklich dunkel und ohne Glanz und auch vom Zeichengefühl her ist der mehr wie ein Kohlestift, fühlt der sich an. Ist nicht ganz so weich wie ein Kohlestift, also er lässt sich gut verwischen, aber ja, nicht ganz so. Nicht ganz so wie ein Kohlestift. Also man hat nicht danach mehr Kohle an sich selber hängen, als auf der Zeichnung ist. Das, ja, und den benutze ich eigentlich gerne, wenn ich jetzt so wirklich dunkle Hintergründe zeichnen muss oder so. Also wenn es großflächig dunkel werden soll. Wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, die Iris die Pupille im Auge zeichne, dann nehme ich schon einfach einen Bleistift. Aber ja. Das sind so die Stifte, die ich verwende. Und dann wichtig, die Papierwischer. Die verwende ich auch gerne, einfach um das Gezeichnete verwischen zu können. Die gibt es in verschiedenen Größen. Da habe ich einen mittleren und zwei kleinere. Und ja, wie man sieht, man kann da ganz einfach über das Gezeichnete drüber und das so ein bisschen verwischen, schöne Übergänge kriegen, das Ganze ein bisschen glatter machen. Was natürlich nicht funktioniert. Ich kritzel jetzt einfach da wie wild drauf los, weil es ist ja egal, ich verwische es dann eh, das funktioniert nicht. Also man muss schon ordentlich zeichnen und dann kann man das noch so ein bisschen verwischen. Was jetzt man natürlich auch gut sehen kann, ist, dass sich die Spitzen ziemlich einfärben. Man muss nicht jedes Mal, wenn man eine schmutzige Spitze hat, gleich so einen neuen Papierwischer anfangen. Man kann die sauber machen, einfach mit Schmirgelpapier. Aber. Also ich mag sie recht gern, wenn sie so ein bisschen schmutzig sind, weil dann funktionieren die am besten. Nach dem Saubermachen, wenn man das also abgeschmirgelt hat, dann sind die erstmal so ein bisschen hart und rau und das funktioniert dann alles nicht so, wie es soll und ja. Aber also die Möglichkeit gibt es und ich mache das nur, wenn sie wirklich dreckig sind. Also wenn man sie quasi als Bleistift verwenden kann, weil sie von alleine zeichnen können. Dann die Spitzer. Das ist. Mein Kurbelspitzer, den benutze ich eigentlich für alles, für Farbstifte, für Bleistifte. Ich habe sogar schon Pastellstifte da drin gespitzt.
Das ist eine Dahle 133. Ist recht günstig, ich glaube 5 bis 8 € hat das Ding gekostet. Da klemmt man also den Stift einfach zu vorne rein. Der wird dann da drin festgehalten. Und dann ist da irgend so ein Federmechanismus drin. Und wenn ich dann die Kurbel drehe, dann zieht sich dieses Teil wieder zurück. So lange, bis der Stift spitz ist. Und das Ding macht wirklich spitze Stifte. Und also da passen auch Stifte mit verschiedenen Durchmessern rein, weil eben diese Backen, die den Stift halten, die werden ja erstmal aufgedrückt und dann klemmen die den Stift einfach so ein. Also die beschädigen auch den Stift nicht irgendwie oder so, sondern super. Also ja, ist natürlich immer ein bisschen unhandlich und groß und ja, zum Mitnehmen habe ich deswegen so einen kleinen Spitzer. Den benutze ich allerdings ausschließlich für meine Bleistifte. Meine Prismacolors würde ich da drin nicht spitzen, weil das würden sie nicht überleben. Da würden die Minen einfach abbrechen. Die kommen nur in die Dahle spitz, in den Kurbelspitzer. Und dann gibt es noch diesen winzigen Spitzer für eben diesen Fallminenbleistift. Boah. Und das ist so alles, was man an Spitzern braucht. Im Prinzip. Ja. Und was gibt's dann noch? Ja, ich muss den Voice-Over machen, weil meine Kamera leider die Lüftung vom PC mit aufgenommen hat. Das war ein bisschen blöd. Deswegen, ja, die Radiergummis. Ich habe solche Stiftradierer, heißen die, glaube ich. Das ist einer von Faber-Castell. Finde ich eigentlich ganz gut, weil die kann man anspitzen und kann dann wirklich kleine Details daraus radieren. Allerdings hat der eine rosane Spitze. Finde ich ungünstig, weil das Rosa schon des Öfteren auf meine Zeichnung abgefärbt hat, was dann irgendwie auch blöde aussah. Das ist der gleiche, das ist jetzt ein Staedtler Radierstift, der hat aber eine weiße Spitze. Sieht ein bisschen seltsam aus, weil ich den mit einem Cuttermesser malträtiert habe, dass die Spitze so geformt ist, wie ich sie brauche. Das ist ein normaler Vinyl-Radierer mit austauschbarer Mine oder wie auch immer dieses Ding heißt. Verwende ich ganz normal für Skizzen zum Wegradieren und so, also für großflächiges Radieren, nicht für irgendwelche Feinheiten. Ja. Und dann das Allerwichtigste überhaupt ist dann der Knetradierer. Der ist genauso oft im Einsatz wie die Bleistifte bei einer Zeichnung. Die Dinger sind super. Man kann die sich formen, wie man sie braucht. Und kann dann zum Beispiel Highlights in die Haare radieren oder jetzt beim Tierfell wirklich einzelne Haare ausradieren, Schnurrhaare sauber radieren oder was auch immer. Ja, und der Vorteil ist, dass der halt das Papier nicht kaputt macht, so wie ein normaler Radierer. Der setzt dem Papier schon ordentlich zu. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Papier. Das da ist meine Lieblingsmarke. Das ist Strathmore. Da gibt es verschiedene Serien davon. Das ist jetzt die 300er Serie. Also leider aufgebraucht, das war die 300er Serie. Die gibt es in glatt und samtig, also Smooth Surface und Vellum Surface. Das war jetzt die mit Smooth Surface. Und ja, ich benutze auch gern die mit Vellum Surface. Da mag ich lieber oder habe ich so das Gefühl, dass man die Kontraste leichter ausarbeiten kann. Und ja, das gibt es halt leider, ist eher schwierig zu bekommen in Deutschland. Es gibt es bei einem Online-Shop. Mehr wüsste ich jetzt nicht. Da war es allerdings leider auch schon ab und an ausverkauft, wenn ich es dringend gebraucht hätte. Ja, was dann doof ist. Und ja, deswegen muss ich mich auch nach Alternativen umschauen. Habe auch welche gefunden. Ich bestelle es natürlich, wenn es geht, aber wenn es halt nicht geht, dann benutze ich zum Beispiel gerne das. Das ist das Lana Bristol Papier. Es ist recht dick, das hat 250 Gramm pro Quadratmeter. Das ist rein weiß, also wirklich, wirklich weiß. Das blendet fast. Es ist ultra glatt. Man darf nicht drauf fassen, weil man gleich Fingerabdrücke drauf hat. Aber es ist super zum Porträtzeichnen. Also man kriegt da wirklich so eine schöne, glatte. Wenn man Gesichtshaut zeichnet oder so, die kriegt man darauf wirklich gleichmäßig und das sieht echt toll aus. Ich mag es nicht zum Tierporträt zeichnen oder nicht so gerne. Ich kann auch darauf Tierporträts zeichnen, habe ich auch schon gemacht, aber
Ich mag es da jetzt nicht so gerne, weil ich mir da schwer tue, richtige Kontraste rauszuarbeiten. Das ist, also da muss man dann schon die harten Geschütze auffahren, wie die Carbonstifte und so. Mit nur 2B kommt man dann nicht so weit, wenn man wirkliche Kontraste haben will. Aber wie gesagt, für Porträtzeichnen, auch für Farbporträts, ist das doch schon super. Ja, für die Tierporträts und auch für Farbstifte gibt es natürlich auch noch was. Das ist das Lukas Zeichenpapier. Das ist leider etwas dünner. Das hat, glaube ich, nur 90 Gramm, 190 Gramm pro Quadratmeter. Könnte meiner Meinung nach ein bisschen dicker sein, aber ist auch okay so. Das ist naturweiß, also hat so ein bisschen so einen Stich ins Beige. Und ist etwas strukturiert, ganz leicht, so dass also das Fell sieht natürlicher aus, wenn man da jetzt Fell drauf zeichnet. Und natürlich bei etwas strukturiertem Papier haftet natürlich das Graphit oder die Farbe wesentlich besser und man kann auch leichter Kontraste rausarbeiten. Also was jetzt zum Beispiel ja natürlich extrem wichtig ist, wenn man einen Hund zeichnet mit dunklem Fell. Das ist, wenn man da keine Kontraste hinkriegt, dann hat man verloren. Ja, und dann habe ich noch einen Fehlkauf. Das Dale Rowney Fine Grain Papier. Fine Grain ist an dem Papier gar nichts. Also das ist nicht fein. Das ist ziemlich dolle strukturiert. Vielleicht sollte ich es mal mit Pastellkreiden ausprobieren, das habe ich noch nicht, aber mit Bleistift und Farbstift kann ich gar nicht da drauf. Man fühlt das schon richtig, wenn man da drüber streicht. Man sieht es auch, jetzt leider in der Kamera nicht, aber also es ist schon recht heftig strukturiert. Für mich gar nichts, weil ich eben lieber mit glatterem Papier arbeite. Für Leute, die gern strukturiertes Papier verwenden, ist das sicher ist ein guter Block. War auch nicht teuer. Glaube, 6 oder 7 € hat er gekostet. Und ja, ich verwende es halt jetzt für Skizzen und so ein Kram. Ja, aber es ist einfach nicht so mein Ding. Und dann habe ich hier noch die Karteikarten. Die finde ich jetzt zum Beispiel für Anfänger echt super. Kauft man sich so ein Packen A4 Blanko Karteikarten, kosten um die 8, 9 €. Da hat man gleich, ich glaube, 100 Stück. Mal ordentlich was zum Ausprobieren und zum Draufzeichnen. Und ja, das ist ein bisschen stabiler als nur Druckerpapier, weil Druckerpapier, was ja viele am Anfang verwenden, ist wirklich so, das hält nichts aus. Wenn man da ein paar Schichten übereinander hat, dann fängt es an, sich zu wellen und das glänzt. Und ja. Ja, das war es eigentlich so mit meinen Materialien, die ich verwende. Ja, und ach nein, da mein Tape noch. Ich benutze das Tape, um die Ränder abzukleben, dass die sauber bleiben. Am Anfang habe ich es immer mit Ausradieren versucht, aber das wurde nie so richtig gut und dann habe ich immer Fingertapsen drauf gekriegt und so und jetzt klebe ich das einfach ab. Das ist so ein ganz normales Malerkrepp. Nicht das ganz billige, das war jetzt eins von Expert. Ich hatte mal auch eins von Tesa oder so. Das hält richtig gut und lässt sich aber auch super wieder abziehen. Ja, und wie gesagt, für die Anfänger, die wirklich noch nichts haben und die wirklich erstmal ausprobieren wollen, kauft euch die Karteikarten. Die reichen mal für den Anfang, um mal überhaupt erst ein Gefühl fürs Zeichnen zu kriegen. Und danach kann man immer noch sich verschiedene Blocks kaufen und ausprobieren, was man lieber mag. Und ja, das gleiche für die Bleistifte. Kauft euch nicht gleich so ein Riesenset, wo ihr gar nicht wisst, brauche ich das alles, mag ich das, will ich überhaupt weiterzeichnen. Kauft euch erstmal 3, 4 Bleistifte in verschiedenen Stärken. Ein HB sollte dabei sein. Vielleicht ein 2H oder 2B, 4B, aber das reicht allemal. Wenn ihr einen Druckbleistift ausprobieren wollt, ihr habt vielleicht welche zu Hause. Einfach ausprobieren. Die Papierwischer müssen nicht sein. Taschentücher tun es genauso. Oder Wattestäbchen für den Anfang völlig okay. Ja. Wie gesagt, kauft euch 3, 4 verschiedene Stärken von den Bleistiften. Das reicht für einen Anfang. Ihr müsst nicht gleich einen 8B-Bleistift haben oder einen 6H, den man eh niemals braucht. Ja, und ansonsten packt euch eine HB-Mine in so einen Druckbleistift, probiert's aus, kriegt ein Gefühl für die verschiedenen Stärken und kauft euch einen Knetradierer. Das ist was ich jedem empfehlen würde. Damit kann man so tolle Sachen wieder rausradieren aus dem fertigen Bild. Die Dinger sind auch nicht teuer, kosten 1 bis 2 €.
das ist nur ein Stückchen von so einem Radierer, also das ist kein ganzer, halten ewig und probiert es einfach aus. Ja, das war so im Prinzip das Erste, was ich so zu sagen habe. Zu meiner Serie Art for Everyone. Es wird jede Woche ein Video dazu geben. Meistens, oder also ich plane dienstags oder mittwochs das hochzuladen. Die Videos wird es in Deutsch und Englisch geben. Und ja, da wird es eben hauptsächlich, wie schon gesagt, manchmal wird es ein Video für Anfänger mit Zeichenübungen sein oder Erklärungen oder was auch immer. Manchmal wird es einfach nur, werden es ein paar Tipps und Tricks für Fortgeschrittene oder was auch immer. Wenn ihr gerne was Spezielles haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann schauen wir mal. Und ja, ich werde weiterhin auch jede Woche meine eigenen Zeichnungen hochladen, meistens in Form von Speed-Drawings. Das wird dann eher freitags oder am Wochenende sein, denke ich mal. Und ja, und dann werden wir mal sehen, wie das so klappt. Und was mir so alles einfällt, was euch so alles einfällt. Und im Prinzip war es das für heute. Und schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.